Join. Join. Bin drinne. Loading screen. End in Tanky Combat. Scheiße, das ist auch noch das erste Battle am Tag. Oh Gott, das kann lange dauern. Was ist das für ein Dreck? Das sind 6 Constitution, das geht doch um wenige Sekunden down. So, ja. Wer holt den einen Kreis? Hm? Der links? Ja. Der kann ich gleich capturen und dann... Ja, reicht ja, wenn das einer macht, ne? Hm, mach ich das. Ich hab den kürzesten Weg dorthin. Okay. Gut, gut. Wo spawnen denn überhaupt die Gegner? In der Stadt. Im Hafen. Aufnahme ist gestattet. Dann holen wir uns doch den mittleren Kreis oder den rechten. Die Wappen schon lange nicht mehr gesehen. Was hast du lange nicht mehr gesehen? Die Wappen habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh, den Kreis könnte Dimitri holen vielleicht. Ja, hol ich. Dann fährst du mit uns, Siron. Wieso Dimitri? Ich hol Cäsar. Weil der... weiter ja, links ist als du. Ja. Also ich glaube, 6 Constitution können wir schneller zerlegen, als wir die Punkte einnehmen, oder? Nein. Das bringt uns nichts. Bevor wir nicht 1000 Punkte haben, haben wir nicht gewonnen. Und wenn wir 600 Punkte haben durch die Constitution zerlegen, was machen wir mit den anderen 400? Gegen den Windsegeln? Ja. Ja, ich kann ja gucken, was. Das Blöde ist aber, man kriegt für die Eroberung der Punkte keine Punkte, ne? Ja, und keine Erfahrungspunkte, keine. Ja, ja, gar nichts. Kein Gold, keine Erfahrungspunkte. Mhm. Das haben die behindert gemacht. Aber erobern musste sie leider trotzdem, ne? Ja. Wenn ich jetzt C eingenommen habe, habe ich Gegenwind in eure Richtung. Ja. Da kommt mir nicht die Frage, bei C steht eine Festung. Schießt ihr zu weit? Nö. Nö. Also, nee, wenn er am äußeren Rand vom C verbleibt, dann soll das machen. Und so schnell wechselt der Wind nicht, dass du direkten Gegenwind hast. Und A können wir denn noch einnehmen? Da ist gar nichts. Doch, das sind die gegnerischen Schiffe. Bitte versenken wir danach immer A nehmen. Gar nicht. Die ganzen Schiffe sind auf A. Ja, die kommen zu uns rüber gesiedelt. Ja, der Wappen von Hamburg war ich. Also ich dachte, die Vasa ist so extrem nicht gut. Habt ihr doch immer geschwärmt, also. Ich finde die Vasa jetzt nicht so besonders. Die ist echt träge. Ja, die ist ein bisschen steif. Wie ein Stein, das ist ziemlich schwer in Wendigkeit, oder? Die kann man mit, aus der kann man vielleicht halbwegs gutes Flaggschiff machen, weil sie 6 Frontkanonen hat. Ja, das ist das Gute, aber sie bewegt sich nie so. Ja. Habt ihr eigentlich alle Dawn Cannons drauf, oder? Ja. Also ich hab alles Medium. Ich hab Mediums, weil aus Mangel, ja, aus, ja. Musste ich hier die gecapturten Medium-Cannon draufhauen. Ja, sonst baue ich dir vielleicht nochmal irgendwann welche. Ja, das ist nicht das Problem. Wie lange segelt man jetzt eigentlich so oft aufeinander zu? Hat da wer einen Plan? Klassisch würde man eine Linie bilden und dann beim Passieren ein, zwei Schiffe rausschießen. Das wäre klassisch. Mhm. Aber das ist so wie Anleitung lesen, das machen nur Anfänger. Und wir als Vollprofis natürlich müssen sowas nicht machen. Also einfach drauf, ja. Style. Oh, darf ich bei so vielen wie nur möglich den Bugspeed abfahren? Das funktioniert perfekt mit der Farm, da bricht der Bugspeed nicht ab. Frontal in der Hage reingerast, nichts passiert. Und dieser Berg ist nicht höher als die Konsti.
Jetzt mal ohne Spaß, was macht ihr gerade in der Zeit, wo ihr nach vorne fahrt? Leute? Hm? Was macht ihr gerade, wo ihr nach vorne fahrt? Ne, warte. Also ich spiele gerade nebenbei auf dem Handy. Kann auch nicht angehen, dass man wirklich sowas von extrem weit wegfahren muss und dann da drauf zufährt, erstmal eine Stunde gefühlt. Naja, im PvP kannst du dann, also im PvP... Ah, oh, 5 Minuten ist Capture Zones noch locked. Oh, das ist ja wohl kacke. Was ist das für ein komisches System? Wahrscheinlich so lange, bis sich hier die Gegner gegenüber trete. Also 10 Minuten fährt man sich gegeneinander gegenüber, bis man dann irgendwann dicht genug ist. Na, 4 Minuten. Treten jetzt die Runde um. Mach eine Ehrenrunde, dass ich nicht zu weit vorausbresche. Bitte was? Mein Schiff heißt als Teak White Oak. Das heißt, es ist grundsätzlich schon von Natur aus schneller als eure Vasas, ne? Damit ich nicht alleine gegen zwei, drei gleichzeitig kämpfen muss, mache ich eine Ehrenrunde, so dass ich, ohne dass ich die Segel kürzen muss, Segel ja. Einfach kurz wieder drehen. Dann drehen wir hoch zum Check. Und ich glaube, ich muss mal runter drehen, ne? Aus was ist eigentlich sind eigentlich meistens die Vasa? Und meistens. Je nachdem, für was du die Vasa nutzt. Ja, aus was habt ihr jetzt? Ich hab White Oak, Life Oak, eben für Port Battles. Oder für Missionen oder Tippen. PvP ungeeignet. Da dreht meine The Ocean schneller als die. Na ja, gut, ich hab Team Clive. Team White Oak. Das ist so eine mittlere Kombi, ganz gut. Das ist eine ganz gute Kombi eigentlich, wie ich finde. Nicht so lahm. Nicht verdammt zu so hoch. Vielleicht noch 3 Minuten hier rumstehen. Ja, und ich habe schon erst geschossen und echt zu hoch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich wirklich noch zu hoch schieße bei den Schiffen hier. Was denkt ihr, aus welchem Material sind die Gegner? Boah, das ist unterschiedlich. Gute Frage. War anscheinend irgendwas Dickeres, weil auf der ersten, die ich geschossen habe, ist komplett meine Front abgeprallt. Ja, das ist aber nur Spatzenkanonen. Was sind die Spatzenkanonen? 12 Hünder. Okay, es sind Spatzenkanonen. Auch kämpfen.
Ui, die ganzen Gebäude sind in der Luft. Ja, sie können wieder fliegen. Da bitte das Red Bull ins Grundwasser gemischt, ne? Ja. ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich meinen Zickzack-Kurs gerade richtig cool. Immer so schräg, rechts, links, rechts, links. Der Feind erobert A. Haben wir die Verteidigung verloren, wenn die 1000 Punkte haben? Also eine Frage. Wenn sie 1000 Punkte erreicht haben, haben wir verloren. Aber das erreichen wir nicht. Wenn alle drauf gehen hier. Wenn die 1000 Punkte erreichen, sind wir definitiv etwas falsch. Ja. Nein, jetzt muss ich mich wieder an die Schüsse von der Wappen erhöhen, dass ich tiefer schießen muss. Wenn sie nicht schießen, was ist dann? Wie, wenn sie nicht schießen? Kreis kann man nicht zurückerobern, ne? Doch. Das darf mal kein Feind im Kreis sein. Okay. Ich will nur mal sagen, dass die Wappen von Hamburg nicht stärker sind als die Konst, die schiebt Scott weg. Sie hat vergeigt. Eine Frage: Was ist Retreat bei Flat? Zurückziehen. Viele geben. Achso, okay. Der einen schon gefokust oder? Nicht explizit. Also links außen, der ist ziemlich down.
Jack, lässt mich einmal kurz vorbei. Ja, ja. Gut. Weil ich weiß nicht, was mich erwischt hat, aber ich glaube, meine RAM-Aktion hat mich ganz schön viel dem gekostet. Jack, fährst du ein bisschen nach rechts? Ja, weil ich dann die Vasa da ausrichten müsste. Ich schon. Ist hier uns alleine bei 3 oder 4 Schiffen? Hm? Ich werde gerade von 3 Schiffen in die Mangel genommen. Ja, da war ich gerade eben drin, die zerschießen müssen auf einer, aber das geht wieder. So, am besten wegfahren und ja nicht in Kontakt kommen. Scheiße, rübergesetzt in dieser Array. Sirno, ich bin gleich da und helf dir. Was bist du? Gut, der erste ist bei mir auf innere Struktur. Wo sehe ich eigentlich, wie viele Punkte wir haben? Wir sind noch rechts oben im Minimap. Okay. Wir haben nur die Gegner ab. Kannst du die Breitzeit dann noch abschießen? Nee, schon nicht mehr mit Nachladen. Ich drehe um und dann nehme die anderen zwei, die runtergeschossen sind, raus. Die haben nur noch halbe Struktur. Also die vor dir sind. Bär und Blanco. Naja, ich drehe schon um. Okay. Ich fahr. Gut, ich hab hier gleich den ersten raus. Enforcement is coming. Und das soll uns auch noch anschließen.
schießen. Gut, der ist raus. Ja, und ich frag mich, warum das hier so leckt auf einmal. Warum joint er? Wieso nochmal was zu unterstützen? Haben wir nach Unterstützung gefragt? Ja, nicht, aber der ist letztes Mal bei Rincon auch gejoint. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Ich werde die ganze Zeit aus, von drei Schiffen auseinandergeflüppt. Habt ihr die anderen auch mal? Dann zieh dich zur. Oh ja, Leute, ich hab gesagt, du hast hinten jetzt zwei Schiffe. Bei uns sinken jetzt zwei Schiffe. Klasse, dann sind noch zwei Schiffe bei mir und eins fährt noch irgendwo anders. Das eine ist bei mir jetzt auch da. Ja, eine habe ich jetzt gerade wieder im Breitzeit überall. Und den Assist. Na, bei uns sind noch zwei, oder? Die bringen gar keine 1000 Punkte, die Schiffe. Natürlich bringen die keine 1000 Punkte. Wie kommst du auf den? Punkte. Die bringen was mit 20 oder 30. So, jetzt sind mehr von uns im Kreis als Gegner, deswegen erobern wir gerade A. So funktioniert das also. Ah, und die verlieren jetzt auch ihre Punkte. Ja, also dass wir an Punkte gewinnen, hier sind normalerweise dort, wenn wir übersenkt werden. Sind schon gelotet? Also den einen konnte ich gerade looten, da war das Buch des Wassers drin. Gratulation. Three Fets. Gratulation. Ja, nee, das ist doch jetzt weiß ich auch, wo der Typ von der Hydra gespawnt ist, der ist ja komplett weit weg. Muss man mich kurz hoch reparieren.
Oh, nice. Na, ja, es kommt ein Kistendorf, den zerlegen wir, ne? Jo. Wardbattles hätten sie ruhig noch etwas anspruchsvoller gestalten können. Ja, da waren sogar die Battles von den Agamemnons her um länger gedauert. Die sind jetzt. Die kämpfen seit 12 Minuten. 10 Minuten sind wir hingefahren. Und nach 12 Minuten Kampf war das Battle vorbei. Da ist ja die Fahrt. Die Türme schießen nicht, die Forts schießen wahrscheinlich auch nicht. Ups. Eine. Hat wer das Schiff gelootet, was gerade eben untergegangen ist? Wohl keiner. Nope. Das gleich bei dir, Jack? Nee. Der spanische Freund erobert B. Hat sich auf jeden Fall ausgedacht. Ja, das was mein Jack ist. Ah, da komme ich nicht hin. Sonst ramme ich hier gleich Siron. Ja, ich drehe schon voll ein. Ja, kein Ding, die Wappen ist ziemlich wendig. Wenn ich das Ruder bestimmt nicht zerstört werde, wäre mal wieder. Ja, ich habe selber eine Wenderate von über 3. Ja, bei mir dauert es gerade nur extrem lang, weil ich schon mal zum Arsch ist. Emergency Repair, hast du drauf? Doch, ist dauert gerade. Also Urgent Repair kannst du nicht usen. Gerade nicht, dauert noch 30 Sekunden. Achtung, Karaul, ich werde gleich noch mit drüber ziehen, okay. Ich werde versuchen, von der, vor der Constitution noch reinzuziehen. Okay? Ja. Hast du die schon gelootet? Giesendorf? Ich hab's versucht. Probier mal, du, ob's die looten kannst. Na, ist zu spät. Der Kontakt im Mast. So, und jetzt ran hier an den Speck. Dann hat der Handy gelootet, oder was? So. Hab ich den gelootet. 19 rum drauf angeblich, aber ich konnte es nicht rausnehmen. Ich schieb jetzt die Kunst hier auf Sand. Ja, 19 rum. Hey, ihr brennt.
Alter, die ist auf Sand gefahren, ey. Mal werde ich diese brennende Frank vor mir wegnehmen. Also ich bin nicht auf dem Strand, aber sie ist, die Konsti ist auf dem Strand gelaufen. Jetzt komme ich auch nicht mehr weg. Gut, ist gelootet. Jetzt müssen wir warten, bis wir 1000% haben. Nee, ich warte nur bis 1000 Punkte. Also ja, 1000% Punkte meine ich. Geh endlich unter, du Scheißkahn. Mal zum Fort hin. Gebäude. Ja, wir haben alle Punkte, ne? Ja, macht nichts. Vielleicht kann man ja noch die Türme oder Fort zerstören oder irgendeinen Scheiß. Da ist nur Dekoration hier. Ja, wobei da auch drauf steht 200 Crew und 6 Kanonen und. Ja, Giesendorf schießt drauf. Wer hat drauf geschossen? Ich hab drauf geschossen. Ja, macht ein bisschen Damage, aber das ist echt. Furz. Mann, wie lange braucht diese komische Konsti, bis sie untergeht? Oder bleibt die auf wenn die auf dem Grund liegt, dann geht sie nicht weiter unter, oder? Nee. Richtig. Scheiße, ich. Das ist wohl anzunehmen, oder? Jetzt muss ich sie wirklich mit 0,9 Knoten in tiefe Wasser schieben. Ja. Und warte, bis sie explodiert, oder was? Die hört doch irgendwann aufzubrennen, oder? Oder explodiert sie? Wenn sie unter Wasser ist, brennt sie nicht weiter. Die brennt weiter. Dann ist sie nicht unter Wasser. Scheiße, ich brauche Hilfe! Der explodiert irgendwann und reißt mich mit tot. Oder? Nee, verlierst nur beim Masten. Und deine Crew und kriegst das Brennen an und sowas. Das ist ja noch in Ordnung. Aber ich bin so dicht, ich bin an der dran. Ja, wenn du 480 Mann verlierst, ist es halt kacke für dich dann. Weil der eine Mann wird ein brennendes Schiff bestimmt nicht löschen können. Aber wenn du quasi nur 200 verlierst, dann geht's ja. Du musst auf Dings auf H drücken. Enable Brace, dann gehen wir in Deckung. Und wann soll ich Deckung. Das? Ja, jetzt. Dann bereiten sie sich vor, in Deckung zu gehen. Dann musst du nur kurz den Befehl geben und dann zack, sind alle in Deckung für 5 Sekunden oder so. Nee, unendlich, aber ich brenne jetzt auch. Alter, das Ding explodiert doch gleich. No whisper target found. Der ganze Heck brennt schon. Komm, geh noch ein Stück unter Wasser, dann brennst du nicht mehr. Kriegen wir eigentlich irgendwelche Missionserfahrung noch? Kann man die Ports eigentlich auch so einstellen, dass nur Freunde
Das glaube ich einstellen. Nation the Free For All. Nation the Free For All. Schade. Ich hätte mal so die Ressourcen ziehen. Ey, das Ding müsste hier eigentlich untergehen. Hier ist tief genug. Ja, es geht unter. Mast brennt sogar schon bei den Dingen. Es hat aufgehört zu brennen. Ja, ich kann wieder fahren drücken. Ich bin weggekommen. Ja. Kommst du für jetzt eigentlich auch Kill? Nee. Ah, Macau Defense 2, also man kann es doch zerstören, man kriegt sogar Punkte dafür. Ja, ja, jetzt war's das. Verdammt, ich bin doch gerade erst am Fort angekommen und ist schon vorbei alles. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ich bin, ihr habt mich die ganze Zeit mit dem Gegner gekloppt, hier so gefühlt, weil ich ja, da dann nicht. Raus. Oder ab dem nächsten Vor.